Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo Freunde, willkommen zu unserem zweiten Teil. Hallo. Siehst du, du bist genauso hier, wo du einsteigen sollst. Nee, sag doch mal jetzt. Hallo Freunde. Hallöchen. Willkommen zu unserem zweiten Teil. Die Fortsetzung rein theoretisch vom Glaswerk. Genau. Diesmal haben wir durch einen Tipp von einem Zuschauer noch ein bisschen was entdeckt für euch. Und zwar eine Drehscheibe für Eisenbahnloks. Also wir wünschen euch viel Spaß. Abonnieren, liken, teilen und einen Kommentar unten rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hier geht ein laues Lüftlein durch die Hütte. Weil ich die Fenster aufgelassen habe. Ja. Da, wo es wichtig war, auf dem Klo hast du nie geheizt, gelüftet. Ich hätte es ja gerne mal gesehen, wie es damals ausgesehen hat. Ja, aber. Es sind hier auch nicht wirklich viele Bilder da, ne? Nein. Vorhanden. Geh mal ein bisschen. Das war mir schon klar, du willst die Aufnahme haben. Wir wollen ja was für bitte Lächeln haben. Nee. Genau. Guck mal, hier waren die Fenster. Die sind verfahren. Über 1 Meter. Da ist unser Essen. Wenn man das mal so sieht, wie groß die Halle ist. Oder man hört's. Ja. Kann ich mal rufen, Halle. Stehe ich dir im Bild? Nö, du sollst ich ja da stehen Format, bleiben, damit man sieht, wie groß die Halle ist. Ja, weil du bist ja auch nicht gerade klein und daher. Bin ich? Gehen wir mal hier hinten so rum den Bogen. Dann machen wir hier mal die Runde. Vorsicht. Jetzt wollte ich mal hier reinsliden. Ja, da haben wir von letztens von hier unten reingeguckt, genau. Wir haben rausgeguckt. Rausgeguckt, sagen wir mal so. Hey, was hast du denn? Die hast du geborgt. Ich hab ihn gesucht. Keine S4er Maschine. Hier hast du auch wieder große Rohre. Aha. Sollen wir gleich mal reinschauen? Mal gucken. Wenn das Ding hier steht, muss ja irgendwo. Da hinten ist irgendwo. Aber wir sind ja noch falsch. Fehlt der Schornstein. Der Schornstein zusammengefallen ist. Die Esse? Ja. Die müssen wir ja erwähnen. Ja, irgendwie sind die Rohre hier. Nee, das ist ein Torpedo. Ja, U-Boot. Weil das sind ja Ziegel, ne? Kann das sein? Bitte? Das sind Ziegel hier. Ja, ja. Hier ist alles. Dass hier der Schornstein zusammengebrochen ist. Oder das sind gesprengt haben, weil der liegt hier, guck mal. Da haben wir den Schornstein gefunden. Ja. Hier ist die Weihnachtsdeko. Kann man auch jemand abhängen. Ich glaube, entweder der Überstand gewesen oder die Wartungshalle. Definitiv haben sie die Züge hier drin gehabt. Ja, so viele Züge werden sie gewesen. Ja, einer, hä? Zug. Einer. Hat ja bloß ein Gleis. Richtig. Das weiße Häuslein ist auch unbrauchbar geworden.
Da ist irgendwie irgendwas drauf gefallen, ne? Aber da waren wir auch nicht. Nein. Also mal gucken. Könnte man mal ein Schränkchen rüber machen, hier ist jetzt offen. Wollen wir hier hinten hoch? Schick dich mal vor. Dann haben wir ein bisschen Platz. Da wo du durchkommst. Genau. Da steht wieder ein schöner Isolator. Könnte auch bald das Stromgebäude gewesen sein hier oben, ne? Ach nee, das ist mehr. Aber gehört das überhaupt noch zu dem Objekt? Keine Ahnung, aber. Hier drüben sieht es aus, als wäre auch ein leeres. Waren wir überhaupt nicht. Ah, hier ist die Drehscheibe. Hier kommen wir auf die Drehscheibe zu. Hier hat sich immer alles gedreht. Das wollten Freunde mal sehen. Die hatten gesagt, dass hier noch was sein sollte. Die Drehscheibe. Und was ist hier passiert? Ja, wenn die aber 15 Dinge hatten. Wie schnell hast du jetzt im Kreis gezählt? Ist ja gerade aufgefallen, dass oben drüber die Zahl steht, ne? Siehst du? Raffiniert, ne? Mhm. Was einfallen lassen, ne? So Freunde, um mal der Gewohnheit den Gang laufen zu lassen, sind wir hier definitiv ganz schön was auf der Sache. So nah waren wir hier noch nie. Habe ich jetzt alles verpackt für den Einsatz? Hast du das jetzt reingepackt? Ja, das klang ganz gut. Bei dir klimpert's. Mal jetzt harte 100 Kilo. Du stehst drauf, das mag ich nicht. Ja, aber nicht einschalten, ne? Also. Nee, nee, nee. Eifel ist Sicherung. Aber guck mal, das Meisterwerk hier unten, die Schiene so rund zu legen. Also. Ja, das Legen, die werden sie aber vorher schon bearbeitet haben. Gut, so Drehscheiben sind generell von Haus aus interessante Geschichten. Halt sogar auch gehabt. Hätte man aber rein theoretisch erhalten können, ne? Als Museum ein bisschen. Man kann es bestimmt noch kaufen und herrichten. Gibt es bestimmt noch mal Fans, die da mitmachen würden. Aber wann wollen wir das machen? Ist wieder Feuerlöscher. Das ist schon das nächste Objekt. Wen haben wir hier im Wohnhaus? Das ist alles verrammelt hier. Das ist mehr das Bahnhofsgebäude gewesen hier wahrscheinlich. Hat er seine Garagen gehabt. Ja, okay, ja schon. Du willst ja mich vorlaufen lassen, aber damit du nicht wieder zurücklaufen musst. Was hab ich denn wieder drum?
Ja. Du willst durch? Dann durch, ja. Alles zu, ne? Die Tür hat ein bisschen besser ausgerichtet. Aber hier können wir raus. Hm. Rätsel ja. Gerade? Könnte ein Trafohäusel gewesen sein. Ja, für Fahrrad stand doch zu groß. Damit könnte dann schon für die Roller gewesen sein. Ah. Hier haben wir ja auch ein Trafohäusel wieder, wie es aussieht. Ja, jetzt kommen wir wieder mal Schaltschränke. Ja. Weißt du, warum eigentlich die Schienen so hoch sind? Ja. Ja? Warum? Damit es nicht absäuft. Nein. Damit die Kabel von unten dran lang verlegen können. Ja. Ja, so ist es gedacht. Ich habe mich gestern aufklären lassen. Ich wollte dir jetzt nur die Gelegenheit geben, mir auch mal was zu erzählen. Hast du dich aber jetzt schnell rausgewunden? Liegt doch nicht. Nein? Ach hier. Jetzt kann man wieder. Da ist sogar noch Trafo drin, hä? Hinten drin. Kasten, nee, das ist leer. Aber rein regnet. Rennen sind noch drin. Du hast die Ehre, willst du? Ist da noch drin? Da ist noch drin. Geh ich doch mal, wenn du kurz halten würdest. Ich halte. Für die Stufe. Halt, danke. Also? Ja. Ja, hier haben wir noch. Aber das sind wieder Schalter, Howard. Die müsstest du ja wieder einschalten. Aber das Gehebe dran. Da ist aber noch von hinten wahrscheinlich die Spulen noch dran. Warte mal, bitte der Laufer los, da tut schon gar keiner, dass die Gehebe reinmachen, du kommst jetzt von hinten. Ja, was du wieder denkst. Ja, 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 ja. Da ist noch Sprung drauf. Na gut. Wenn es gut, wenn es gut tut. Mindestens. So. Was jetzt sagst du? Hier nach vorn. Ja. Ist auch undicht. Ja. Feuchtig hier drin. Du musst doch mal einen Kurzschluss gefahren. Ich sehe bloß keinen Hebel für dich hier, dass man einen Hebel ziehen kannst wieder, aber. Wir haben schon weg. Ja, alles schon ausgehebelt. Die wussten schon, dass ich komme. Ja. Ja, das, die waren leicht abzubauen. Ja. Aha. Naja. Mir scheint es aber auch etwas in den letzten Tagen runtergekommen zu sein, ne? Es hat wieder gearbeitet, würde ich sagen. Ist das ein Ölfilter da? Oder ein Luftfilter? Waschmaschine? Was ist das? Eine Trommel von der Waschmaschine? Oh, ja. Da oben sind die Führungen für die Kräne. Ja. Schöne alte Lampen. Laufkatze? Flugscheißer mag keiner. Nein, aber ich habe das mit einem Heizkraftwerk. Da ja. Stand das mit Laufkatze dran. Also, es ist eine Waschmaschinentrommel, vielleicht ist sie sowas. Ja. Der hat sich irgendwie noch nicht bewegt.
Aua. Laufkatze. Und die Schaltschranke. Ganz wichtig. Leute, guckt euch die Lampe an. Die hast du das letzte Mal schon so. Die habe ich also das letzte Mal schon in der Flitzen gegangen. Doppelscheinwerfer. Hier wurde noch Akku gehabt. Gearbeitet. Und früher die Kugeln noch dran, das war richtig. Mit Freiluftkino. Hier waren noch schöne Kugeln dran. Aber die hat irgendjemand schon mitgenommen, weil unten liegen sie nicht. Guck mal, oben ja, ist Obex. Ich hab schon. Schüchchen. Hab ich schon auf dem Radar gehabt. Monte Carlo gemacht hast. Monte Carlo? Ach ja. Kaffeemaschine liegt immer noch. Der hat immer noch keinen Kaffee gekocht. Mhm. So. Was macht denn der Hausmeister die ganze Zeit? Roller? Das ist Roller, ja. Also das, was übrig ist. Da ist die Perspektive von außen. Wieder da, wo wir waren. Die liegt nicht nur Fahrradsattel. Jo. Würde ich mal sagen. Ja, sag mal. Haben wir das Objekt durch? Sag an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier das ist die Kamera. Uns, oh, ein Eichhörnchen. Das sehen wir uns das nächste Mal. Willst du mich jetzt veräppeln? Du? Wir sehen uns das nächste Mal, genau, beim nächsten Objekt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Die Glocken gehen, das heißt, Mittagessen ruft. Aber haben wir noch Hunger? Gute Reise. Bis später. Gut. Tschüss.